So, zurück bei Gotham Knights. Ich habe mir einen Kaffee geholt, weil wenn ich noch mehr von diesen Ninjas, Assassinen-Ninjas besiegen muss, dann brauche ich noch ein bisschen Energie im Kopf. Wir sind schon besser geworden. Ich habe das jetzt auch gemerkt, ne? Weil ich jetzt gefühlt 100 von den Typen erledigt habe. Ich mache mehr Schaden jetzt und ich habe das Angriffsmuster drinnen. Aber wie gesagt, das ist mir ein bisschen zu lasch, wenn dann das immer wieder das Gleiche kommt, ne? Das ist schon ein bisschen so eine Krankheit von so Superheldenspielen, finde ich, aber ich meine, gerade so ein Gotham Knights, das hättest du ein bisschen mehr noch machen können. Weißt du, auch die Harley-Sache, wenn die jetzt wirklich so einfach fertig ist, da hättest du doch noch ein bisschen coolere Sachen machen können, noch ein bisschen mehr Story dahinter. Ah, ich hätte da viele Ideen, aber ich weiß halt auch nicht, wie schwierig das manchmal ist, so ein Spiel zu entwickeln, ne? Man haut was raus, hat eine Idee. Siehst du, jetzt schon wieder dasselbe, ne? Das ist doch einfach. Das ist doch ein bisschen einfach übertrieben. Ich weiß auch nicht, aber es gibt sicher auch Leute, denen macht das ungemein. Mir macht es ja auch Spaß, ne? Aber so gefühlt das 10. Mal in einem Level ist dann schon ein bisschen viel, ne? Wenigstens komme ich jetzt schnell voran. Es sind eigentlich jetzt keine Gegner mehr für mich. Die Liga von was? Die Liga der Schatten? Noch nie gehört. Gar nichts sind die jetzt, gar nichts. Nein! Und beinahe stürzt sich in den Tod. Hochmut kommt vor dem Fall. Das ist jetzt, das war jetzt sprichwörtlich so. So. Kommt jetzt Talia endlich? Oder irgendwie mal wieder was Storymäßiges. Alter, das gibt's doch gar nicht. Okay, dann halt nochmal das Ganze. Ja, wirklich. Aber das hat's jetzt zu den Entwicklern gesagt. Also wenn ich eine Kritik schreiben müsste, würde das ganz groß geschrieben werden, was ich vorhin gesagt habe. Nicht getroffen, schade. Wow, cooler Move. Immerhin da noch was Schönes, ne? So. Was ich natürlich aber auch nochmal. Was das Spiel wirklich, wirklich gut gemacht hat, sind die Locations. Das habe ich noch ein paar Mal. Auch die Kostüme übrigens. Ich finde die Kostüme auch nice. Vor allem auch, wie sie sich im Kampf verhalten, ne? Das ist alles schon ziemlich gut programmiert. Da kann man nichts sagen. Ich sage, das Spiel macht vieles richtig, aber man hätte da und da noch ein bisschen was optimieren können. Gerade was. Genau, solche Sequenzen, das kommt mir einfach zu wenig. Sie war hier die ganze Zeit. Und da ist sie. Wow.
Was ist denn das für ein Anzug? Richtig nicer Anzug. Ich habe dein Experiment in Arkham gefunden. Etwas enttäuschend. Wusstest du, Kindchen, dass eine Lazarusgrube mehr kann, als Menschen vor dem Tod zu bewahren? Sie hat viele Zwecke. Tatsächlich kann eine Lazarusgrube einen Geist formbarer machen. Empfänglicher für Vorschläge. Deine Armee ist doch loyal. Wozu dann noch eine Gehirnwäsche? Manchmal geht es nicht nur um die Armee, sondern um den richtigen General, um sie zu führen. Ist das ein Angebot? Nein, danke. Du konntest Gotham nicht retten. So wenig wie dein geliebter Batman. Ich habe das Problem endlich gelöst. Aber nicht ihr Vater, oder? Es ist 100 pro Ra's. Oder es ist Batman, das wäre natürlich krass, aber... Nein. Bruce? Die vielen Kontakte zur Lazarusgrube. Oh Gott. Haben meinen Vater leider verrückt gemacht. Aber ich habe diesen Kontakt genutzt, um Bruce von seinem lächerlichen Schwur zu befreien. Und du bist genau, was wir brauchen. Bruce' letzter Test. Dann führen wir die neue Liga zum Sieg und schaffen die Welt neu. Besiege diesen Heuchler. Hole dir die Stadt zurück, die dir gehört. Bruce ist zurück. Alter, ich dachte, es wäre Ra's. Oh Gott. Wie stark ist der? Okay. Immerhin ein 1 gegen 1 Kampf. Oh Gott. Bruce! Komm zurück! Der kann alles blocken. Okay, das wird nice. Oh Gott. Meister gegen Schüler. Na gut, das ist aber nicht mehr Batman. Warum hat er wieder Leben gekriegt? Oder nicht? Hat er kein Leben gekriegt? Habe ich das nur... Muss ich ihn im Auge behalten. Nee, er hat kein Leben gekriegt. Was? Appellieren? Ah. Bruce! Alter, das ist doch bescheuert gemacht. So, jetzt! Bruce, komm zu uns zurück! Du bist tot! Sie sagte, du seist tot, Barbara! Nein, sie lügt! Ich bin hier! Nein! Was ist mit dir? Wird schwierig. Der war gut.
Er ist schwächer geworden, oder nicht? Er blockt nicht mehr so viel. So, wieder appellieren. Nachdem mein Vater starb, warst du für mich da. Erinnerst du dich? Nein, alles Lüge! Ich bin hier, Bruce, und ich bleibe. Hör doch zu, Bruce. Das bist nicht du. Du bist Batman. Nicht so ein komischer, grünleuchtender Lazarus-Typ. Hier. Ah, schade. Oh mein Gott. Hier. Ich trage die Maske. Du solltest mich Batgirl nennen, weißt du noch? Sie sagte, ihr werdet alle tot. Dachtest du, wir machen es dir so leicht? So stur. Jim war genauso. Ich habe die Hälfte von dir gelernt. Batgirl, berichte. Du warst tot. Du leidest an den Nachwirkungen einer Lazarusgrube. Talia hat dich reingeworfen. Mehrere Male. Sie hat vor, dich zu manipulieren. Tod. Seit wann? Wir hatten Zeit, um deinem letzten Fall nachzugehen. Wir haben den Rat der Eulen gefunden. Wie existiert? Ja. Und dein Onkel Jacob war ihr Anführer. Drake. War. Weißt du was? Setzen wir dieses Gespräch später fort. Wir sollten es jetzt zu Ende bringen. Boah, was diese Talia doch für ein Miststück ist. Ihr sollt meiner Familie fernbleiben. Familie. Das ist sie also für dich. Und das, was wir einander bedeuten. Mein Liebster, bleib hier. Ich übernehme das. Ich kann. Willst du wissen, wie hartnäckig ich bin? Bleib unten. Ja, das ist jetzt wiederum sehr cool gemacht, muss ich sagen.
So, komm, Talia. Mal schauen, was sie drauf hat. Weniger als Bruce. Das wollen wir noch mal sehen. Sie ist ziemlich flink, aber hat nicht so viel Leben. Respektive, sie nimmt mehr Schaden als Bruce vorhin. Aber sie trifft mich irgendwie immer ein bisschen. Oh oh. Das war doof. Du wirst die Nacht nicht überleben. Deine Qual beginnt. Nimm das. Oh, gib einfach auf. Ich kann nicht ausweichen irgendwie. Das überlebst du nicht. Kein Grund weiter zu kämpfen. Du glaubst, du kannst mir sagen? Nicht alles. Das wird dein Ende, Barbara Gordon. Du wirst niemals siegen. Die trifft mich jedes Mal. Das verstehe ich gerade nicht. Ich hielt dich eigentlich für klüger. Achtung, Schwächling. Die Angriffe sind so schwer zu lesen. Ich rette Gotham vor sich selbst. So, jetzt. Er war gut. Aber wie komme ich an die ran überhaupt in meinen Spezialangriffen? Das klappt so gar nicht. Ja, klar. Und wieder weicht sie genau im richtigen Moment aus. Ich zermalme dich, Barbara. Du hältst mich nicht auf. Dein Können wird dich nicht retten. Du hättest nicht kommen sollen. Ich hielt dich eigentlich für klüger. Boah, die ist so schnell. Du bist zu schwach. Das ist, als würde ich gegen mich selber kämpfen. Jetzt hat sie mich wieder getroffen, aber ich bin ausgewichen. So, jetzt habe ich dich. Damn. Barbara Gordon, dein Vater wäre enttäuscht, dass du so einen offensichtlichen Verfolger übersiehst. Ja. Oh nein, du bist schuld, Talia al Ghul. Deine Abscheulichkeit hat uns hergeführt. Und jetzt werdet ihr beide sterben. Der Tod besucht keine Al-Ghul. Oh, Mist. Und weg ist sie. Oh nein.
Oh Gott. Ja. Nochmal das Ganze. Oh nein. Boah, okay. Boah, ich kann überhaupt nicht mehr ausweichen jetzt. Nein! Kein Grund weiter zu kämpfen. Nichts hält mich auf! Wir werden fallen. So viel. Ich kann nichts machen, nichts. Ich komme gar nicht nahe genug ran an sie. Oh. Na toll. Die muss sich auch. Wann ruht die sich mal aus? Jetzt? Ah, toll, aber. Und schon ist sie wieder weg. Ja klar, meine Fresse. Ich hielt dich eigentlich für klüger. Was ihr auch versucht, ihr schlagt mich nicht. Steh auf. Ihr werdet fallen, wie so viele vor euch. Yes. Mein Liebster hat dich wohl gut trainiert. Das ist dabei. Jetzt unsere Beute. Jetzt ist sie weg. Noch eine Stimme? Ihr gebt einfach nicht auf. Sei tapfer. Dein Tod hat einen Sinn. Du stirbst. Ach Gott. Niemals bekommt der Rat eine Lazarusgrube. Oh nein. Wie soll ich die alle aufhalten?
Ihr seid ohne mich gewachsen. Werdet eure eigenen Helden. Die Ritter, die Gotham braucht. Gemeinsam seid ihr stärker als Batman es je war. Ich bin stolz auf euch alle und es tut mir leid. Was machst du da? Du solltest weglaufen. Was will er machen? Alles in die Luft jagen? Und wer ist die neue Stimme übrigens? Es waren nie Gottes Verbrecher, die ich fürchtete. Sondern euch. Die unersättlichen Reichen. Politiker, die eure Forderungen erfüllen. Polizisten, die denjenigen wehtun, die sie schützen wollen. Die Lazarusgrube kriegt ihr nicht. Lasse es nicht zu. Boah, Alter. Jetzt hat Batman sich geopfert. Die Explosion hat die Lazarusgrube vollständig zerstört. Ohne Grube ist der Rat der Eulen größtenteils verschwunden. Das ewige Leben ist vom Tisch, sie müssen sich neu formieren. Und Talia, sie hat Gotham verlassen. Sie plant vermutlich ihren nächsten Schritt. Sie hat einige Assassinen der Liga hier gelassen. Ich weiß nicht, ob sie uns im Auge behält oder uns beschäftigt. Wahrscheinlich beides. Wir haben das Batwing-Wrack gefunden. Er ist wirklich fort. Gotham City braucht mich. Der Rat wird so tun, als wäre das nie passiert. Sie müssen wissen, dass ich sie beobachte. Jacob Kane zu entlarven war nur der Anfang. Der Rat der Eulen führt einen Krieg gegen die Bürger von Gotham City. Und er ist noch nicht zu Ende. Doch die Tage, wo sie in den Schatten lauern, sind gezählt. Denn ich werde sie finden. Und ich werde sie ins Licht zerren. Und ich verspreche, ich werde dafür kämpfen.
Okay, das war's. Das war aber nur die, das war die Hauptgeschichte schon. Okay, das Ende war cool gemacht. Aber ich habe ja noch ein paar Sachen zu erledigen in dem Spiel. Wir werden hier überspringen direkt. Okay, also Barbara hat... Aber was mich jetzt interessieren würde... Warte mal. Ich bin ja noch nicht fertig. Ich habe ja noch die Clayface-Sache offen und die Mr. Freeze-Sache. Warte mal kurz. Na, ich mache, glaube ich, hier einen Cut. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann gehe ich nämlich die anderen Sachen noch erledigen. Dann können wir noch ein bisschen reden über die Hauptgeschichte. Ich mache hier einen Cut direkt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.